Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir da draußen die Felder bestückt und ich sag mal neu strukturiert quasi. Wir können ja mal gerade rausgehen gucken, ich muss aber vorher mal schauen. Gut, Monster sind auf normal, wir müssen also ein bisschen aufpassen hier draußen. Aber wir haben die Felder halt so ein bisschen neu bestückt, haben hier und da ein paar Neuerungen eingeführt. Wie zum Beispiel hier jetzt Melonen und da jetzt Kürbisse oder andersrum. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht. Ich verschwinde aber mal gerade wieder ganz schnell ins Haus zurück und gehe einfach mal eine Runde pofen. Gute Nacht. So, da sind wir auch schon wieder wach und jetzt müssen wir mal schauen, was wir heute tun. Ich habe noch ein paar Mods installiert, das kann ich nur ganz kurz erzählen. Mit R kann man quasi jetzt PAM das Inventar sortieren. Das heißt, ich kann das hier alles ganz unordentlich haben und trotzdem ist alles sauber und rein. Ne? Wie, so muss es sein. Und dann habe ich das Dings-Paket hier wieder raufgeschmissen, das Honeyball-Paket, also meine Kraft ist das hier. Einfach, weil es viele gewünscht haben, dass wir das wieder nutzen und das... Was willst du? Tun wir jetzt auch einfach wieder. Und dann habe ich noch... Ach ja, genau, das neue, diese eine Dingens hier. Das heißt, wenn ich hier einen Kiesblock hinsetze, pam, wird unten direkt der Kiesblock wieder ausgewählt. Wenn ich hier jetzt das Holz abbauen würde, würde der... Seht ihr unten, der wählt sofort die Axt aus. Ich habe jetzt... Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die ganzen Mods heißen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt drin gehauen. So, jetzt muss ich mal gucken, was machen wir denn heute überhaupt? Was steht denn so auf der Agenda? Ich weiß es nicht. Wir machen irgendwas Spontanes, irgendwas Tolles. Ach, die Kürbisse wachsen. Und die Melonen. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Was machen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total unvorbereitet. Ich hatte eben noch mit dem Sarazan, mit dem Dennis eine Runde Battlefield gezockt. Also ihr könntet mich demnächst beim Battlefield. Beim Battlefield Multiplayer halt. Ich hole mal gerade noch ein paar... Baumsetzlinge und sortiere das Inventar mal schnell aus, bevor ich jetzt sinnlos in der Gegend rumlaufe. Das heißt, ihr seht mich direkt demnächst im Let's Play von Sarazar in der Zockerliste, also der halt mitgespielt hat. Weil Sarazar hat ja jetzt seinen eigenen Battlefield-Server und da werde ich demnächst auch mal ein Video aufnehmen, ein Multiplayer-Video zu Battlefield, wo wir uns das Ganze dann mal anschauen. So, Melonenkerne, die können erstmal wieder hier rein. Boah, das sieht jetzt alles schon wieder so anders aus. Kürbiskerne sind das hier, die kommen hier auch rein. Verrottetes Fleisch. Da hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, ich hätte zweimal verrottetes Fleisch. Einmal bei dem Mobzeug. Und, okay, einmal hier und einmal da. Moment. War das jetzt... Ne, hier war es nicht. Cool. Ja, danke für den Hinweis an dieser Stelle. Mensch, dessen Name ich gerade nicht weiß. Tut mir leid. Aber derjenige, der das gesagt hat, wird sich wahrscheinlich angesprochen fühlen. Mann, ich habe schon wieder gegen das Mikrofon geboxt. Kleinen Moment mal, ich muss da mal gerade ganz kurz... So. So müsste es besser sein. Und dann vielleicht das Kabel hier noch eine Runde nach da drüben. So, jetzt funktioniert's. Jetzt gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt? Das ganze Zeug. Wir waren ja letztes Mal in der anderen Bude und haben Krams geholt. Sieht man, glaube ich. Ist das... Nee, das sind diese Platten hier. Man erkennt das auch alles so schlecht, ne? Na gut, ihr wolltet das Texturenpaket wieder haben. Wir haben es genommen. Und es ist ja auch ein hübsches Package. Das sieht ja auch wirklich klasse aus. Kann man ja nicht anders sagen. Halt, die Steine kommen da oben rein. Auch wenn wir dafür gar keinen Platz mehr hier haben. Was ist das denn? Stein? Das ist Stein. Das ist normaler Stein. Das sind Steinziegel. Alter. So, das ist bemooster Stein. Den tue ich mal unten in die Ecke. Pflasterstein. Aber warte mal, ich habe doch hier... Moment. Wieso mache ich mich denn so rum? Jetzt habe ich das extra installiert und mache mich hier trotzdem rum. Machen wir mal so. Ach, wunderbar. Ist ja hammergeil. Das kann man hier auch machen, aber ich glaube, hier ist es schon einigermaßen sortiert. Ja, sehr krass. Bei den Diamanten hätte ich gerne da drüben. Und das hätte ich gerne da, weil Diamanten haben wir eh so wenige. Kompass. Den nehme ich mal mit. Ich glaube, wir machen nämlich gleich mal eine kleine Reise. In einen Dschungel. Wegen Kakaobohnen. Und wegen Katzen. Wegen Katzen und Kakaobohnen. So, Blumen. Die kommen hier drüben rein. Da haue ich auch gerade mal den Automatisch-Sortierer rüber. So. Ja. Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Halt, das waren die Einstellungen, da wollte ich nicht hin. Ja, ich lasse es mal so. Sieht ja immer noch recht übersichtlich aus, ne? Kann man so lassen. Ton, der kommt, glaube ich, hier irgendwo rein, keine Ahnung.
Ich glaube, wenn ich hier auf so Türen drücke, dann macht er da auch so komische Sachen draus. Die drei Eimer lassen wir hier, den Sattel lasse ich auch mal da. Pfeile nehme ich mal mit, weil wir gehen ja gleich auf große Reise und so. Schippe, die Felddings hier, die Ho, heißt sie ja im Englischen. Packe ich mal hier mit rein. Diamantenspitzhacke, ja, ich würde die so gerne reparieren, Mensch. Wir können es nicht, wir können sie nicht reparieren. Total schade auf jeden Fall. Oh, lecker Fleisch. Geil. Sand packe ich da mal rein und dann haben wir ein bisschen Kohle, sofern wir denn 8 Kohle, da haben wir sie. Die packen wir da mal, hups, hier rein. Schwarzpulver, Knochen und noch ein bisschen, ja, Knochen. Sonst nix, nur Knochen. Pfeile nehme ich mit, habe ich ja gesagt. Habe ich hier noch irgendwo Pfeile? Nee. Feuerzeug, Rosenrot. Was macht das denn da drin? Kommt das da rein? Ich komme das auch in die Wollkiste hier, ne? Rosenrot gehört eigentlich zur Wollkiste. So, bisschen Fleisch. Hatten wir nicht noch irgendwo Weizen gehabt? Weizen, da ist es. Damit können wir uns noch ein paar Brote machen. Ein paar Brote schmieren. Pam und Pam und... Ja, irgendwie halt. So. Wonderful. Okay, die drei Weizen einfach hinschmeißen, liegen lassen. Tritt sich fest, weißt du? Mach ich mich nicht rum. Eichenholz, genau, das wollte ich ja draußen hier hinsetzen. Bei der Dingens-Farm hier, bei dem... damit wir hier so eine schöne Kakaobohnenfarm haben. Wie setzt man die denn jetzt? Ich mach die mal so dahin, ne? Ja, so irgendwie. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das aufgeht. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Und dann, da würde jetzt das nächste hinkommen. Da mache ich jetzt mal... Mache ich da noch? Nee. Da mache ich mal keinen hin. Da lasse ich es mal frei. So, und hier müssen wir dann mit dem Weg halt mal gucken, ob wir den nicht irgendwann mal eliminieren und hinten noch eine Tür rausbauen oder sowas. Dann passt das besser einfach dann auch. So, lasse ich mal so hängen, ne? Kann man das so machen? Ich glaube schon. Ja, wir haben nur einen Kürbiskern, den man da nicht dran klatschen kann. Hallo? Die kann man doch da dranhauen, oder nicht? Wieso sage ich eigentlich die ganze Zeit Kürbiskern? Ich meine natürlich Kakaobohnen. Ach, man braucht Dschungelholz, ne? Ach, shit. Okay, gut. Machen wir dann später nochmal weg. Hauptsache, wir haben es jetzt einfach mal gemacht. So, Kürbisse. Hau ich noch schnell hier rein und dann kann die große Reise endlich beginnen. Kürbislaterne. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen. Kies kommt hier vorne drin. Oh, jetzt habe ich das Weiz wieder aufgenommen. Nein, geh weg! Puh, das war knapp. Hier kommt das Kies rein. Und zwar hier. Erde nehme ich mal ein bisschen mit. Kann man ja nie genug davon haben. Aber ein bisschen Kohle hole ich hier nochmal gerade raus für ein paar Fakelen. Nein! Das Weizen des Todes. Demnächst im Kino. So, Fressen haben wir dabei, Schaufel haben wir dabei, Axt haben wir dabei, Eisenspitzhacke haben wir dabei, Bogen und ein Schwert. Was haben wir da nochmal drauf? Schärfe und Rückstoß und da haben wir Stärke. Cool. Ja, und die eine Kakaobohne nehme ich auch mal mit, den Tintensack aber weniger. Oder ist das Feuerstein? Ja, Feuerstein. Haben wir das denn nochmal drin gehabt? Ach Mann, ey, da ist es doch cool. Zaun lasse ich auch noch da. So. Ach komm, ich mach's einfach mal. Okay, das kann man anscheinend nicht so gut sortieren. Dann lasse ich die mal einfach so unordentlich, wie sie ist. Passt ja. Passt ja. Passt. So. Die Pfeile kommen über den Bogen. Die Kakaobohnen nehmen wir mit. Die Hebel. Was will ich mit Hebeln? Was habe ich denn die gebaut? Total sinnlos. So. Jetzt wird es wahrscheinlich dunkel, bis wir loskommen. Moment. Haben wir denn noch Obsidian? Man, am besten wäre echt so eine Google-Suche für Minecraft, wo man sein ganzes Kisteninterieur quasi durchsuchen kann. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir noch hier... Haben wir kein Obsidian mehr? Das ist ja... schon ein bisschen enttäuschend. Ich hatte ja eigentlich fest damit gerechnet, dass wir noch Obsidian haben. Hier auch nicht mehr. Was haben wir da? Schleimball? Wieso sind die blau? WTF? Magma-Creme, Glowstone und Schallplatten. Nee, haben kein Obsidian mehr. Scheiße. Eigentlich wollte ich jetzt in die Hölle gehen und da ein Portal aufmachen.
Es wird dunkel. Aber... Na gut, wenn wir jetzt keinen Obsidian haben, ist natürlich auch scheiße. Was machen wir denn da? Ärgerlich. Da noch ein paar Bücher. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Bücher oben reinhau. Pass mal auf, komm, das machen wir mal gerade noch schnell, wenn es jetzt noch nicht richtig dunkel ist. Nochmal 4, 4 und nochmal 4 macht ein paar. Na. Ach, das reicht gar nicht. Scheiße. Ja, 2 Stück kriegen wir aber auf jeden Fall hin. 3 Stück vielleicht. Nee, 3 Stück nicht. Na gut, 2 Bücher. Halt, doch, wir kriegen noch. Ja, 3 Stück. Dann können wir das vielleicht gerade noch oben da reinhauen. Da habe ich die Bücher wieder hier in die Kiste drin. Bäh, so. Pum. Pumpernickel. Oh, kennt ihr Pumpernickel? Das ist so ein Schwarzbrot. Das schmeckt geil. So, hau ich da mal noch 3 Bücher rein. Mein Gott. Ja, es ist doch Nacht, oder nicht? Hör mal. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Leck mich doch. Gehen wir noch ein bisschen auf die Terrasse und gucken uns hier mal ein bisschen um. Während sich dort hinten die Sonne dem Firmament neigt. Ach, schön ist. Und da hinten kommt der Mond gleich nach oben. Da ist er. Alter, was ist denn da in dem Mond drin? Ist das ein Gesicht? Wir warten jetzt einfach mal, bis er sich nach oben gehoben hat. Nee, das sah im ersten Moment aus wie so ein Gesicht. WTF. Ja, das Honeyball Texture Pack sieht schon geil aus, ne? Ist schon eines der krassesten. Nee, sah nur aus, als wenn ein Gesicht wäre. Ist aber nicht so. Ist schon eines der geilsten Pakete, die es gibt, dieses Honeyball Package. Kann man nicht anders sagen. Muss man gesehen haben. So. Jetzt kann es aber losgehen, denke ich mal. Kann natürlich sein, dass wir jetzt gleich von einigen illustren Gestalten gestört werden beim Losbrettern. Schwert haben wir ja dabei, das wähle ich auch mal aus gerade. Und welche Richtung gehen wir denn am geschicktesten mal? Komm, wir gehen mal in diese Richtung. Wir waren ja noch nie groß in der Richtung. Wir haben Brot, wir haben etwas, womit wir uns zur Wehr setzen können. Und wir haben auch noch ein bisschen Holz dabei. Moment. So, wir haben doch alles. Dann rennen wir einfach mal eine Ruste in die Lunde. Eine Runde in die Richtung. So, jetzt habe ich's. Und gehen einfach mal auf Entdeckungstour. Da habe ich jetzt irgendwie gerade richtig Lust drauf. Hinter unserem Tempel vorbei. Wo wir übrigens auch schon lange nicht mehr drin waren. Und wir können ja mal gerade schauen. Grafikfehler! Wie es da hinten so aussieht. Weil jetzt mit dem Honeyball-Texturenpaket wird das ja wieder anders aussehen, der Tempel. Aber ich glaube, der sieht aber ganz gut aus. Das sind jetzt so... Leben. Das sind jetzt so Dingens hier so... ja, wie sagt man so, Stein, so Sandstein-Brick, sag ich mal. Ja, sieht doch ganz nett aus, der Tempel hier. Aber die Box hier kann man mal weghauen. Na. So, da haben wir die schon mal gespart. Brauchen wir uns die dann nicht craften, wenn wir unterwegs sind. Ist ja wunderbar. Ja, sieht doch ganz nett aus da drin. Der ist übrigens auch noch nicht fertig, glaube ich, der Tempel, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, vielleicht basteln wir da auch irgendwann mal noch dran rum. Aber hier ist ein ziemlich großes Sumpfgebiet. Heide Schmitzka. Ich laufe mal da drüben lang, weil da gibt es nämlich, ne? Und so. Land, wo man laufen kann. So, jetzt hab ich das Wort. Was ist hier denn passiert? Ist hier deine Mutter explodiert? So, wo kommen wir denn hier hin? Was haben wir denn da? Das sieht doch... Ach nee, das ist... Wah! Wo? Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Höhle, wie ihr hört. Aber die sollen uns jetzt mal nicht weiter stören. Ich wollte mal gerade schauen, wie hoch habe ich denn? Ah, die Helligkeit ist ein bisschen arg overpowered. Wir sind ja hier nicht in Tschernobyl, ne? Was? Kannst du sowas denn nur sagen? Und ihr seht ja, wir kommen auf jeden Fall wieder nach Hause, denn wir haben ja Waypoints.